Servus, grüß euch. Vierter Tag des Jahres, vierte Episode Humaldo Plays. Ja, die Season 2 schreitet zügig voran und heute spiele ich wieder ein schnelleres Spiel. Ich spiele ein schnelleres Spiel, ein bisschen ein kompakteres Spiel, ein Racing-Spiel. Und die heutige Episode wird nicht ganz so lang werden, weil gestern habe ich ja eine Clockdauer 3 gespielt. Das hat eh fast eine Stunde gedauert und war sehr gruselig. Deswegen gibt es heute Uni Rally bzw. Uni Racers als Ausgleich. Viel Spaß! Uni Rally oder Uni Racers, wie es in den USA heißt, ist ein recht unbekanntes, aber ein recht leibendes Racing-Spiel für den Super Nintendo. Es ist erschienen 1994, glaube ich, in den USA und in Europa 1995. Ich glaube, es ist damals nicht wirklich erfolgreich gewesen. Viele Leute kennen es nicht. Ich bin ein großer Fan und es hat ein paar ganz lustige Sachen, die ich gleich mal sagen muss. Da zum Beispiel bei Rename Player. Wenn ich da jetzt zum Beispiel damals, das ist nur ein Relikt aus den guten alten Console Wars, wenn ich da jetzt meinen Spieler Sonic nennen will, so, Sonic, und jetzt okay, steht da tatsächlich not cool enough. Warte, mein Auge beißt, mein Auge ist auch nicht cool enough. Ja, not cool enough. Das heißt, ich müsste ihn schon irgendwie anders nennen, zum Beispiel Sonic Key. Ja. Alles nein, alles was Sonic in sich hat, geht anscheinend nicht. Interessant. Sonic Hedgehog. Nein, es ist arg, alles was Sonic in sich hat, geht anscheinend nicht. Sonic, machen wir einfach Sonic. Ja, Sonic geht. Ja, aber das, um das soll es nicht gehen. Das ist nur ein nettes Easter Egg. Aber starten wir einfach mal rein. Da gibt es schon ein paar vorgefertigte Spieler von damals noch. Hochlebe die Batteriespeicherung-Fähigkeit von den Cartridges. Das sind wirklich die Spielstände von 1995, die jetzt immer noch leben. Gut, ich werde einfach mal den Humaldo da starten. Ah, da habe ich sogar schon eine Medaille. Das sind die vier Klassen, also die vier Touren. Und starten auch mal mit Crawler. Mit der ersten Runde und Race. Genau, das war eins der ersten Spiele damals, die Render-Grafik exit sind. Und wie man sieht, es geht um Uni Racers. Es geht also um Einräder. Ah, okay, so. Man ist da auf einer geraden Linie, man kann springen und sich um verschiedenste Achsen drehen und mit jeder Drehung, die man macht, kriegt man Punkte, Bonuspunkte und Bonusgeschwindigkeit. Und natürlich, wenn man nicht auf die Räder landet, wird dann das Ganze Zeit kosten. So, das war jetzt mal die erste Runde, das war nur eine gerade Linie und ich habe ziemlich verloren und das Spiel sagt Loser zu mir. So, ich war natürlich, das ist natürlich eine ziemlich schlechte Zeit, also da, gut, ich bin da eigentlich immer in der gleichen Zeit unterwegs. So, dann machen wir einfach mal die nächste Runde zum Zoo. So, dann werden wir mal schauen, ob wir das jetzt schon ein bisschen besser machen. Jetzt geht es in die andere Richtung und los geht's. So, und es gibt verschiedenste Streckenabschnitte natürlich. Und am besten ist, wenn man springt, ja, je mehr verschiedene Kunststücke gemacht werden, man springt, desto höher die Geschwindigkeit. Und wenn man dann natürlich wieder hinfliegt, dann verliert man die Geschwindigkeit wieder. Und... ah, fuck! Ja, Wipeout! So, das war ziemlich mies. Scheiße. Also ich bin wirklich überhaupt noch nicht geübt, wie ihr seht. Und deswegen werde ich ja gleich mal ankündigen, dass das eher kürzeres Video wird. Weil zu sehr möchte ich da Wipeout scheiße mit meinen nicht vorhandenen Fähigkeiten da nicht zu sehr auf die Nerven gehen. Aber es ist ein Klassiker. Nicht oft, unbeachteter Klassiker. Fuck.
wenn ihr wenigstens wisst, was die verschiedenen Knöpfe machen. Moment. Irgendwann sollte ich mal die Tastenbelegungen anschauen. So. Gut, auf jeden Fall mit dem B-Knopf. Mit dem B-Knopf springen wir natürlich auf. Fuck. Mit den Schultertasten drehen wir quasi nach vorne und hinten in die jeweilige Richtung. Und wieder erweitert. Oh, das ist eine unglaublich miese Leistung, was ich da gerade abziehe. Aber ich habe es zumindest irgendwie geschafft, gerade durchs Ziel zu kommen. Ah, na, Blödsinn! Na, fuck, Alter! Der Gegner ist durchs Ziel. Alter, war das mies. Ich bin jetzt quasi 7 Sekunden langsamer als mein Computergegner. Da gibt es nette Statistiken. Und, tja, Bowl, was ist Bowl schnell? Probieren wir es einfach. Da hat ein gewisser Bugs den Rekord. Ich glaube, das ist eine reine, Trickrunde. Die besteht nur aus diesem U auf dieser Halfpipe quasi. Ja, ein Halfpipe ist, glaube ich, der richtige Austritt. Oh, Ausdruck natürlich. Und ich mache nur Wipeouts. So, gut. Also, diese Achse, dann schauen wir, was der X-Knopf macht, also der oberste macht. Okay, ich muss das echt nur ins Gefühl kriegen. Der X-Knopf dreht quasi das Ganze einmal auf die Seite, gut zu wissen. Und ja, gut. Eigentlich sollte ich das nochmal spielen, damit ich endlich einmal herausfinde, wie das funktioniert. Oh mein Gott, ist das schlecht. Vielleicht hätte ich ja doch ein bisschen üben sollen. Andererseits war es auch interessanter, was ihr dazu sagt, ihr Zuschauer. Ist es für euch lustiger oder unterhaltsamer oder wertvoller, wenn ich da blind in das Spiel reinstolper? Oder hätte es lieber, wenn ich ein bisschen das Ganze auch meister, also das Gegenteil von dem, was ich da jetzt gerade mache? Ja, ich meine, natürlich so, ich bin so ein bisschen von Twitch, bin ich so gewohnt, dass die Leute es lieben, wenn ich völlig ablose. Okay, da sind jetzt schon so komische Lacken, die ein bisschen die Geschwindigkeit verringern. Gut, aber theoretisch. Ah, okay, das ist natürlich, muss man ganz schön auf Zack sein. Das Spiel ist, wie ihr schon seht, ist das Spiel gerade mal so langsam. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich schnell und hat einen ziemlich geilen Soundtrack. Also der Soundtrack, wo man neben Rock'n'Roll Racing, das ich sicher auch irgendwann einmal nur behandeln werde, im Zuge von meinen Let's Plays hier auf meinem Let's Play-Kanal Romaldo Plays. Die liebste Musik. Das sind jetzt natürlich keine Rock'n'Roll-Covers oder Metal-Covers, sondern das sind halt einfach nur das eigens komponierte Rockstücke. Okay, eigentlich sollte ich da viel mehr Kunststücke machen. So. Und ich bin schon wieder mal viel zu weit hinten. Ja, okay, der Gegner ist durch. Das heißt, ja, wieder mal Loser. Fast 5 Sekunden. Zu langsam. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ich in Zukunft eher nur geübt an Spiele rangehen soll oder ob ich einfach so wie heute blind reinstürze. Vielleicht kommen sie aufs Schauen. Oh, genau, diese Dinger da darf ich natürlich nicht reinspringen. Genau, habe ich gerade gesagt, weil da werden wir zurückgeworfen. Das heißt, schlagt sich nämlich ein bisschen mit der Kunststücktechnik. Das heißt, wenn ich natürlich da ein bisschen Geschwindigkeit gähnen will durch. Durch Kunststücke und dann in so einen Kreisel reinspringen, so einen Streckenabschnitt. Das war wieder mal. Da müssen wir echt einmal anschauen, was die richtige Tastenbelegung ist, was meine Tasten eigentlich machen, aber ich werde es jetzt vorerst einmal nur mit normalen Backflips probieren. Ja. Sonst,
reingeschaut. Das ist das vierte Video meiner Staffel 2 Humaldo Plays Staffel 2. Und heute ist auch der 4. Jänner. Das heißt, ich bin bis jetzt wirklich täglich unterwegs. Es ist jetzt eh nur jetzt die kurze Phase. Ich werde dann ob... Dann spätestens ab diesem Wochenende und nächste Woche natürlich nicht mehr so oft dazukommen, neue Videos zu machen. Aber ich wollte mir die erste Staffel, also die neue Staffel, mal mit ein paar Folgen befüllen und deswegen war ich da jetzt schon mal fleißig. Aber 4 Folgen in 4 Tagen ist eh schon nicht so schlecht. Würde ich mir sagen, so. Ich hoffe, das wird vom Capturing Device alles recht gut aufgenommen. Weil wäre schon schade. Diese Geschwindigkeit bei dem Spiel nicht gut weitergegeben wird und schon wieder bin ich letzter. Alles klar, oh mein Gott. Ja, also wenn ihr wollt, dass ich das dann ein bisschen übe, das Spiel, und ein bisschen besser meister, dann schaut das Video euch ganz oft an, weil ich mag es zurzeit so, wenn ein Video von mir über 100 Views hat, dann gibt es eine neue Episode. Also ich mag es ja jetzt wirklich so. Silberbrause, okay. Ich mag sie bis jetzt so, dass ich. Was habe ich da jetzt ausgewählt? Die Tasten nicht immer. Okay. Ich wollte da gerade rein. Das fällt da irgendwie da raus. Quit, ja. Ich mag sie dabei so, jedes Video ist nur genau ein Spiel. Und. Nur wenn wirklich mehr Leute vorbeischauen sollten, also sprich 100 Views. Wario Paint, interessant. Wenn ein Video 100 Views kriegt und somit ein gewisses Interesse vom Publikum da ist, dann werde ich da eine zweite Episode machen, weil ganze Let's Play Serien von Anfang bis Schluss von Spiel, das interessiert mich zurzeit gar nicht und ich glaube auch die Zuschauer auch nicht wirklich. Deswegen mache ich mal meinen Retro-Ansatz. Spiele, klassische Spiele von früher noch, die mir was bedeuten, die ein bisschen meinem Publikum, also euch, näher bringen will und und hab Spaß dabei und quatsch ein bisschen. Eigentlich hätte ich ja vorgehabt, dass ich vielleicht so ein bisschen auf tagesaktuelle Themen eingebe, so ein Video, vielleicht ein bisschen aus News-Seiten vorlese, sodass ihr, wenn ihr zuschaut, sogar ein bisschen einen Mehrwert dabei habt. Aber bis jetzt bin ich nicht wirklich dazu gekommen, vor allem, weil mir die Spiele doch auch immer... Weil mich die Spiele doch immer sehr, sehr beschäftigen. Ich komme gerade zum Lesen nebenbei. Aber ich habe bis jetzt ja hauptsächlich Action-Spiele gespielt. Das heißt, vielleicht spielen wir was Langsameres mit ein paar Wartezeiten. Da kann ich dann zwischendrin einmal so ein bisschen andere Off-Topic-Sachen erzählen. Ja, das sind so meine Pläne, die ich den anderen Videos auch schon verlautbart habe. Aber für den Fall, dass ihr da jetzt zum ersten Mal reinschaut, dann habt ihr es jetzt auch erfahren. Ja. Wieder mal sehr. Oh, das war jetzt gar nicht so übel. Das heißt, das war jetzt eigentlich weniger als eine Sekunde. Es wird schon langsam, obwohl ich da jetzt in der schwierigeren Liga bin. So. Wario Paint Hairpin Hill. Jo, Hairpin Hill. Werden wir sich das nur schnell anschauen. Wie lange bin ich drinnen? 15 Minuten, sagt die Aufnahmeanzeige. Ich glaube, recht viel länger werde ich es auch gar nicht machen. Mein letztes Video, also mein gestriges Video von... von Clock Tower 3 war ja ein bisschen länger, das hat fast 50 Minuten gedauert. Da kann ich es heute wieder ruhig ein bisschen kürzer machen. Vor allem bei meiner unglaublich schlechten Leistung will ich eigentlich ja gar nicht länger echt damit quälen, was ich da so zusammen verbricht die ganze Zeit. Aber wie gesagt, wenn's euch gefällt, könnt ihr mich natürlich auch in den Kommentaren anbetteln, dass ich eine neue Episode mache. Vielleicht mache ich eine Ausnahme, aber wenn ich keine 100, Views zusammenkriege. Aber hauptsächlich ist, ihr lasst mir's wissen. Und über Kommentare freue ich mich natürlich eh jederzeit. So, ui, ein Z-Flip. Der hat natürlich... Okay, das ist wie bei jedem Rennspiel. Man muss natürlich die Strecken auswendig lernen. Vor allem diese bei so einer Geschwindigkeit. Und der Soundtrack ist wie gesagt ziemlich geil. So. Nein, es ist einfach. Manche Streckenabschnitte, Schnitte kommen einfach. 1,5 Sekunden.
Manche Streckenabschnitte kommen einfach zu schnell, zu garg daher, dass man drauf reagieren könnte. Ja, war wieder mal nicht ganz so geil. Und deswegen, sollen wir nur eine Runde anschauen? Der Walker, der schaut lustig aus. Schauen wir mal, ob ich da einen richtigen ausgewählt. Walker, Drag Race, Ping Pong, Hill Climb, Hybrid, Shortcut, Hill Climb. Hill Climb ist jetzt die letzte Strecke, die ich noch ausprobieren werde. Neuer Musiktrack, hat sich das auch ausgewählt. Und ich habe gerade keine Ahnung, was da zu machen ist. Ich bin allein, das heißt, das ist auch wieder. Das ist eine Stunt-Runde. Und hab die Stunt-Runde gleich wieder ein Wipeout gemeistert. So. Und wieder ein Wipeout. Ich bin natürlich. Fuck, nur Wipeouts. Also vielleicht sollte das ein Wipeout-Ziel auch geben. Double Flip, Twist und Roll. Roll. Das heißt, ich muss da dann 90 Tricks, sollte die zusammenkriegen. 92, das heißt, ich habe die Vorgabe von der Strecke eigentlich schon geschafft. 7 Sekunden to go und das war's. 106 und ich habe keine Idee, what I'm doing, und habe die letzte Runde doch irgendwie geschafft. Jo, sehr cool. Uni Rally bzw. Uni Racers. Mein Rekord von damals ist nur 165, keine Ahnung, schade, dass damals keine Zeiten dabei gestanden sind. Wäre cool, aus welchem Jahr ich diesen Rekord aufgestellt habe. Das war Uni Rally für den Super Nintendo Original gespielt, Original Cartridge. Macht Spaß. Gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, auf keiner Virtual Console, obwohl ich da jetzt, ich schaue mal da auf Wikipedia noch, Release. Nein, auf Wikipedia sind nur die Original-Releases aus 94 und 95. Da scheint kein Virtual Console-Release stattgefunden zu haben. Ja. Sagt was in die Kommentare, ob ich nur ein bisschen üben soll. Schaut euch das Video ganz oft an und empfiehlt es euren Freunden, damit ihr auf über 100 Views kommt, damit es einen zweiten Teil gibt, wo ich dann gescheit winne. Also das Gegenteil von dem mach, das ich heute gemacht habe. Danke fürs Zuschauen und bis sehr demnächst zu der nächsten Folge Humaldo Plays.